So, hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuschauer, liebe Eliten. Einfach bin jetzt heute wieder mal nach einem Jahr im Zauberwald und mit einer anderen Kamera, anderem Smartphone, besseren Kamera. Dann kann man auch was Besseres drehen heute, und das werdet ihr noch mal sehen. Viel schärfer alles. So, dann geht's gleich mal los. Dann habe ich gerade sowas wie eine Plattenbrücke entlang. Zeitlicher Ausläufer, das sind aber süße Enten. Irgendwas Gebirge. Hier ist der Naturlehrpfad, Zauberwald. So, das ist jetzt mal ein Seitenausläufer im Zauberwald, da war ich letztes Jahr schon mal. Da gibt es auch so wunderbare Wasserfälle, kleine, wo man sich so ein bisschen reinstellen kann zwischen rein oder auch nicht filmen kann, aber nicht zu tief. So, da wieder seitlich rein. Achtung, nicht stolpern. Ja, das sieht übrigens so zauberwaldmäßig aus, gell? Der Boden ist ja so. Man muss halt ein langsam laufen, dass man sich bei den Wurzeln da irgendwie verstolpert. So, da ist schon mal so ein kleiner, schöner Wasserfall, schön laut. Jetzt auf der Ecke so ein kleiner Steg, wo man drüber laufen kann. Aber nur bis zu einer Mauer. Dass man von da oben bestimmen kann, wenn man möchte, aber da kommt man nicht ran. Weil das so eine kleine Hütte ist. Richtig schöne Statürenverbad hier. Was? Ich könnte auch eventuell ein bisschen reinlaufen mit der Fluge, aber kann auch ein bisschen rutschig sein und hat schon ein bisschen Kraft. Hier sieht es dann auch, es ist schon ein bisschen Naturgewalt dabei. Da ist ein Baum ungefähr gelegt. Hier so, wenn er mehr Wasserfall, ich bin nicht nah dran, aber noch Schutzbereich. So eine gewisse Kraft, die er hier hat. Hier ist ein schöner Naturgewalt. Da muss man aufpassen, wenn man da einfach hingeht. Könnte man sich verletzen. Viel Wasser läuft da, die Wasserkraft ist ungefährlich. So, da bin ich jetzt mal im Filmmodus. Bin da nicht so nah dran, weil wenn ich da runterrutsche, diese Wassermassen kann man nicht standhalten. Steckt schon Power dahinter. Aber sehr schön hier. Da war ich letztes Jahr auch schon da. Ein bisschen mehr riskiert, aber die noch draußen hätte, weil es hat sich einiges verändert. Da alle liegen schon teilweise anders. Ja, das ist hier der Zauberwald und das ist der Fluss dazu. Sehr schön alles. Hier spult das Wasser ganz schön auf. Also, da möchte ich jetzt selbst drin sein. Da zieht es mich dann nach vor, da haut mich in die Steine. Das riskieren wir nicht. Ich war letztes Jahr auf diesem Stein hier, wie man sieht. Aber es war bisher zu wenig Abstoßmöglichkeit, dass ich da wieder runterkomme. Rauf kein Problem. Aber runter, nee, lieber nicht. So, jetzt werde ich hier mal den Pfad wieder verblassen. Wenn man zum richtigen Zauberwald hochgehen, dann das Stückchen, der Steg. Weil das sehr schön aus. Mal das Wasser machen. Schön, wie die Natur ist. Ne?
So, jetzt geht's da wieder rauf. Muss immer aufpassen, wo man hintritt. Jetzt kann man sich schneller mal Knöchel verstauen oder was brechen. So, das ist der Abschied hier. Sehr schön, ne? Ja, ich werde jetzt hier wieder weitergehen. Ich habe wieder Zauberwald reinigt, zu bereit. Mein Freund ist auch schon kaputt heute, wir haben sehr viel gemacht heute. Königssee und eben das hier noch hinter sich mitgenommen. Und ich sage, heute ist ja der letzte Tag, Freitag. Aber ich denke, es wird euch hoffentlich alles gefallen haben. Ihr könnt auch mal her. Ich bin ja schon 450 Kilometer von Würzburg entfernt. Wo auch immer ihr herkommt. Ich komme, wie gesagt, aus Würzburg. Aber es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. So, jetzt müssen wir wieder jeden Schritt aufpassen. Ich stolpere. Nicht so einfach hier zu laufen. So. Hier sind schon erst mystische Zeichen im Felsen drin, aber das haben wahrscheinlich die Menschen gemacht. Das hat nichts zu sagen, aber da heißt halt einfach Zauberwald. Hier ist ein Häuschen, man denkt, es ist ein Flohhäuschen, aber das ist maximal von Winter einfach Streusalz oder eben Sand zum Streuen, damit halt die Leute hier auch Winter durchlaufen können, ohne so ausrutschen. So, da ist schon wieder ein größerer Fels, auch mit so Einkerbung drin. Könnte aber auch irgendwie durch die Natur entstanden sein. Ich glaube jetzt nicht, dass da jeder irgendwie was reingeritzt hat. Sieht schon so Naturursprungs aus, mitten im Wald, diese Felsen. Gut, deswegen heißt es ja Zauberwald. Das kennt man so von den Filmen, ne? Hier wird Holz gesammelt, abgedeckt. Zum Heizen wahrscheinlich. Hier geht es schon mal weiter. Oben in den Baumwipfel sieht man ein bisschen vom Gebirge. Eine andere Berge werden da hinten dran. Das ist wieder ein größerer Fels. Weiter geht's. Jetzt wird marschiert. Jetzt könnt ihr mir zuschauen, wie ich hier entlang spaziere, laufe. Dank neuester Training meines Selfie-Sticks, den ich letztes Jahr noch nicht hatte. Da habe ich, glaube ich, auch nur Querverband aufgenommen. Und dann mein Freund weitergeschickt, der hat es dann für mich reingetan bei YouTube. Sein Kanal, jetzt habe ich es halt bei meinem eigenen Kanal. Jetzt seht ihr mal, geht es noch nicht bergauf, bergab. War echt schön, dass ihr auch wollt. Gute Luft hier. Na, Ruhe. Sieht man schon gleich was vom See. Muss ich mich dann drehen.